Hallo zum neuen Video hier bei Equipment Test. Mein Name ist Costa und nebenberuflich tingle ich in Nordgriechenland in der Gegend rum und suche interessante Plätze, die ich empfehlen kann als Tagesausflugsziel für Leute, die mal nach Griechenland zu Besuch kommen. Und durch dieses doch sehr intensive Hobby kommt mein Equipment oft schnell an seine Grenzen. Und es stellt sich ganz schnell raus, wie weit und groß oftmals die Schere wirklich ist zwischen Anspruch an die Technik, Wunschvorstellung meinerseits an die Technik und doch letzten Endes Realität. Ich mache kein Unboxing, ich bewerte nicht, ich spreche keine Kaufempfehlung aus. Es geht mir rein nur darum, was kann es und was nicht. Es kann nicht zwangsläufig, was es nicht kann, bedeutet nicht zwangsläufig, es ist ein schlechtes Produkt oder so. Hier gibt es nur einen reinen Erfahrungspraxisbericht. Heute geht es um die Mavic Air 2, die ich mir gekauft habe, nicht im Fly More Combo, einfach nur die Drohne. Ich glaube, dass ich einer der ersten war, der sie gekauft hat und doch immense Erwartungen hatte an die Drohne generell. Meine maßgeblichen Kaufgründe waren sehr leicht beim Transport, sehr klein beim Verstauen im Kamerarucksack, die Reichweite mit der neuen Fernbedienung, schnell aufgebaut und startklar. Die sehr gute Hinderniserkennung nach vorne und hinten. Seitlich hat sie ja leider keine Sensoren. 4K Videodreh, integrierter kleiner Festplattenspeicher und Waypoints. Zuerst dachte ich, dass sie es hat, aber leider letzten Endes hat sie es doch nicht. Aber dazu kommen wir später. Und vor allem auch das neue Active Track System, den Follow-Modus. Bis jetzt bin ich die letzten 4 Jahre eine Phantom 3, eine Phantom 3 professionell und eine Phantom 4 professionell geflogen. Zwangsläufig also, es musste was Kleineres und Leichteres her. Wohlwissend, dass ich Abschnitte und Kompromisse eingehen werden muss. Deshalb der Griff zur R2. Sie ist leicht. Und kommt mit 570 Gramm daher. Also, als ich sie das erste Mal in der Hand hatte, war ich schon sehr erstaunt über das Gewicht. Selbst mit dem Akku drin immer noch total das Leichtgewicht. Und trotz allem hat man nicht das Gefühl, so ein Plastikspielzeug in der Hand zu haben oder sowas Minderwertiges, Billiges, das schnell kaputt gehen kann. Es steckt trotzdem richtig gute Elektronik und eine gewisse Art von Robustheit in der Kleindrohne. Dadurch, dass sie so leicht ist, sollte man den Wind manchmal schon als Gegenspieler immer mit auf dem Radar haben. Letztens habe ich ein paar Bergsteiger an einer Wand beim Klettern gefilmt in den Bergen und es kam plötzlich eine Windböe auf, wie es in den Bergen ja nicht gerade auch unüblich ist. Plötzlich war der Kopter 15 Meter weiter links. Wenn ich näher an der Wand gewesen wäre, naja, sie wäre zerschellt und platt gewesen. Da macht das Gewicht dann doch manchmal den Unterschied aus. Ich hatte es ein bisschen unterschätzt, weil wie gesagt, ich war so der P4P-Flieger. Da ist schon was in der Luft und da ist auch schon ein bisschen ein Widerstand. Und da war ich schon ein bisschen überrascht. Ich möchte auch sagen, vielleicht auch ein bisschen so zum Teil schockiert. Aber generell, gut, es war jetzt eine extrem Ausnahmesituation. Generell ist aber schon zu sagen, dass der Kopter seine Position normalerweise wie angenagelt in der Luft hält. Und man sich da schon auf die altbewährte DJI-Technik voll und ganz verlassen kann. Ich tue es nach wie vor und das schon seit Jahren.
Ich werde nicht bezahlt von DJI dafür, das zu sagen. Es ist einfach nur wirklich meine Erfahrung, was das angeht, so in der Luft zu stehen, die Position zu halten und alles. Da ist DJI nicht ohne Grund einfach der Marktführer. Und wenn die so weitermachen, werden die es auch bleiben. Und man kann sich wirklich voll und ganz auf diese Technik verlassen. Was auch für mich ganz wichtig war, endlich konnte ich meine Drohne mit in den Rucksack verstauen und musste nicht wie bei den Phantommodellen immer einen zweiten Koffer mit mir rumschleppen. Wer von der Phantom kommt, kennt das Dilemma. Bei einer Phantomdrohne ist die Spontanität zum Fliegen nicht so gegeben. Man fliegt bewusst, man fliegt geplant, man macht sich vorher Gedanken, wie und wo man fliegt, etc. Es ist vor alles geplant einfach. Mit allen Mavic-Modellen, nicht nur mit der R2, da fliegt man auch ganz oft einfach mal so auf die Schnelle der Situation angepasst. Man sieht was, man hält an, man packt ganz schnell die Drohne aus und los geht's. So die Spontanität ist einfach gegeben, was es bei den Phantom-Modellen einfach nicht war. Was heißt nicht wahr, eigentlich überhaupt nicht ist. Das Schöne ist, sie ist startklar, innerhalb von 2 Minuten ist sie in der Luft. Was von immensen Vorteil ist, weil man halt doch mal auch da fliegt, wo es nicht wirklich erlaubt ist, ich will es gar nicht so laut sagen, oder wo es einfach sehr schnell gehen muss. Und wenn sie mal in der Luft ist, muss ich schon sagen, natürlich fliegt sie keine 7 Kilometer weit. Ich glaube, das müssen wir jetzt mal wirklich mal damit aufräumen. Das sind alles Laborbedingungen und ich denke mal nicht, dass irgendjemand wirklich glaubt, die 7 Kilometer ausreizen zu können in der freien Natur. Also in der freien Natur gibt es fast so gut wie keine Umgebungsumstände, dass sie so weit fliegt im europäischen Raum. Fast. In den USA im FCC-Mode, da wahrscheinlich schon eher. Wenn ich in der Stadt fliege und ich fliege viel in der Stadt, kommt man oft einfach nicht weiter als 1 Kilometer, was eigentlich schon ausreichend ist. Ich persönlich habe meistens ganz oft nach 700 bis 900 Meter Verbindungsabbruch, was auch nachvollziehbar ist bei den ganzen Elektrosmog, der einen so herumschwirrt in der Stadt. Ich habe in ganz vielen Forums und Gruppen gelesen, da brückieren sich ein viele, oh Gott, nur 1 Kilometer Reichweite mitten in der Stadt, was soll das? 7 Kilometer sind angegangen. Leute, ich denke, man muss wirklich ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Und in der Stadt drin, der Kilometer ist doch ohnehin auch schon mehr, als man eigentlich braucht. Ich fliege aber auch sehr viel auch am Meer, Strand und über Wasser und an Inseln. Und da muss ich schon sagen, bis 5 Kilometer kommt das kleine Ding sehr gut mit einer sehr stabilen Verbindung daher. Ich persönlich hatte am Meer noch keinen Verbindungsabbruch, außer einmal und das nur, um die Drohne zu testen. Ich war auf einer Insel und genau gegenüber dem Badestrand war noch so eine kleine Insel. Da dachte ich mir, okay, Frau mit Kind im Wasser, also juhu, Drohne raus und hinschicken. Mal sehen, wie weit die Insel weg ist. Die Insel war genau 5,5 Kilometer weit weg. Sie flog dahin ohne Probleme. Ich bin über die Insel hinweg geflogen und dachte mir, okay, wenn ich eh dort bin, dann erzwinge ich gleich auch noch einen Verbindungsabbruch und mal sehen, was sie macht. Bei 6,8 Kilometer war tatsächlich Schicht im Schacht und die Drohne war weg. Also Verbindung war gekappt. Ich schaltete mein Handy aus, machte den Controller aus und legte mich auf die Strandliege und wartete einfach ab und wollte einfach sehen, was passiert. Wie nicht anders zu erwarten war von einer DJI-Drohne, sie kam anstandslos wieder zurück und landete exakt da, von wo aus ich gestartet bin. Perfekt.
Das geht natürlich auch nur, wenn eingestellt ist am Kopter automatische Rückkehr bei Verbindungsabbruch, nicht Schwebeflug. Ich habe noch nie Schwebeflug eingestellt, ich weiß gar nicht. Bleibt ihr dann da schweben, bleibt da stehen, bis der Akku leer ist und dann stürzt sie ab? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe immer bei Verbindungsabbruch eingestellt, dass sie kurz wartet und dann sofort zum Startpunkt zurückfliegt. Mit dem Aktivtrack bin ich wirklich mehr als nur zufrieden. Die Drohne verfolgt einen wirklich gut und die Verbindung bleibt komplett stabil. Viele von euch haben bestimmt das Handy oder Tablet im Flugmodus eingestellt beim Fliegen, was auch eigentlich richtig ist. Meiner Meinung nach, ich mache es genauso, weil ich will nicht irgendwo am Fliegen sein und plötzlich ruft die Mutter an und sagt, hier, Kostas, Essen ist fertig, wann kommst du nach Hause? Oder die Frau. Oder das Kind. Oder was weiß auch ich. Was weiß ich. Deswegen mache ich es auch immer aus. Aber wenn ihr im Aktiv-Tracking-Modus gehen wollt, müsst ihr das GPS anhaben. Du als kleiner Tipp am Rande. Es hat echt gedauert, bis ich dahinter kam und war schon fast am Verzweifeln, wieso es nicht funktionierte bei mir am Anfang. Deshalb, auch wenn es schmerzt, im Stolz manchmal, Gebrauchsanweisungen haben schon oft seine Berechtigung. Der Kopter verfolgt einen wirklich sehr gut, egal ob zu Fuß, mit dem Auto oder Zweirad. Für mich war das absolut sehr, sehr wichtig, weil ich ganz viel filme im Follow-Modus. Es gibt natürlich noch ein paar vorgefertigte Flugmodus, die alle okay sind, aber für meinen Zweck, also meine Arbeiten mit der Drohne, nicht wirklich zu gebrauchen sind, wie das Objekt umkreisen oder den Planet-Modus etc. Das könnt ihr ja alles nachlesen, die genauen Modis funktionieren alle tadellos und sind ein nettes Feature. Beim Aktivtrack wollte ich noch anmerken, die Sensoren arbeiten sehr stabil und zuverlässig. Selbst als ich am Berg Olymp war, mitten im Wald, und da waren auch die Lichtverhältnisse nicht so super, und trotzdem hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass meine Drohne ein Hindernis übersieht. Selbst kleine Äste hat sie erkannt und probiert auszuweichen. An der Promenade zum Beispiel in Thessaloniki hatte sie zu keiner Zeit Probleme mit den Bäumen, Laternen oder mit mir. Es waren zum Teil sehr viele Leute und trotzdem hat sie mich nicht im Aktiv-Track-Modus, im Follow-Modus verloren. Sie ist immer konstant auf mir drauf geblieben und wenn jemand an mir vorbeigelaufen ist oder neben mir stand oder so, die Drohne ist dann nicht hin und her gesprungen und hat jetzt geguckt, oh, wen trecke ich jetzt, wen verfolge ich jetzt. Nein, sie war immer komplett an mir drauf. Selbst wenn es darum ging, Schiffe zu verfolgen, hat die Drohne automatisch das Schiff erkannt und verfolgt, was ich wollte. Es kreuzten auch da ein paar Mal andere Schiffe und der Kopter blieb am richtigen Schiff kleben. Den Follow-Modus sollte man nur am besten nach vorne oder hinten am besten benutzen. Bei seitlichem Follow-Flug muss man höllisch aufpassen, weil der Kopter nach links und rechts keine Kollisionssensoren hat. Und das sollte man am besten schon wirklich freies Feld oder über See oder über Meer oder über Fluss oder sonst irgendwas auf jeden Fall da fliegen, wo man wirklich komplett keine Hindernisse hat, weil wenn man sich dann aufs Film konzentriert, man kann nicht beides machen, sich aufs Film konzentrieren und dann auch noch aufpassen, dass nirgends die Drohne dagegen knallt. Zu den Filmaufnahmen gibt es nicht viel zu sagen. Ich mache alles in 30 FPS bei 4K und muss schon sagen, dass alles im grünen Bereich ist und die Aufnahmen wirklich tadellos sind. Tagsüber mit Sonnenlicht ist der Kopter, die Drohne wirklich sehr, sehr gut. Ich filme alles mit DJI Standard Farbprofil, nicht im Cine-like Farbprofil.
Ich mag es nicht, alles so in so halb schwarz-weiß zu haben und dann daheim am Rechner alles nachzukolorieren und so. Ich mag die einfach die DJI-Standardfarben. Ich mag sie sehr, ich bin Fan davon. Generell, ich filme alles in 30 FPS, Shutter 1 zu 50, ISO 100 mit den entsprechenden ND-Filtern. Also so grob gesagt, morgens 8 ND, mittags 12, nachmittags 32 oder 64 und dann geht es wieder so runter. Die Aufnahmen können sich alle wirklich sehen lassen. Für den Hobbyfilmer mit sehr gehobenem Anspruch passt das alles schon. In den Abendstunden oder in schlecht beleuchteten Ecken, wie in einer Schlucht zum Beispiel, an einem Gebirgsbach, wo ich war, wo ich filmen musste und da ganz wenig Licht rankam, da merkte ich schon, da kam sie schnell an ihre Grenzen. Als generell im Lowlight, da hat sie so ein bisschen so ihre kleinen Problemchen. Man hat Bildrauschen dann mitunter schon sehr viel, sodass manche Aufnahmen, ich wusste es nicht, sodass halt manche Aufnahmen, da musste ich schon wirklich sehr nachbearbeiten, dass ich sie gebrauchen kann. Aber die Lösung wäre auch da, also das ist jetzt kein Beinabbruch, die Lösung ist einfach, entweder man gibt weniger ISO und hält die Aufnahmen daheim dann ein bisschen nachträglich auf. Oder man erhöht ein bisschen das ISO und nimmt dann so ein bisschen Bildrauschen in Kauf. Aber hey, wir wollen ja keine Hollywood-Filme machen. Wir arbeiten für YouTube, für Facebook, für die Familie, für zu Hause und so. Und da passt es wirklich. Das ist alles okay. Das passt alles. Wie gesagt, für einen Flug bei Tag ist die Drohne sehr gut. Aber nachts, abends oder früh am Morgen muss man schon so ein, zwei ganz kleine Abstriche machen. Ich wollte es, es fällt nicht sehr ins Gewicht, ich wollte es aber einfach erwähnt haben. Dabei sollte man halt auch beachten, wer sich die Drohne kauft, hat einen Kopter mit einem kleinen halben Zoll Sensor. Deshalb sollte man auch nicht die Welt erwarten. Aber für Hobbyfilme geht es alles schon und ich bin ja semi-professionell, was weiß ich, wie man das nennt. Und selbst ich bin auch immer noch zufrieden. Wir jammern hier schon auf sehr hohem Niveau, würde ich es mal so sagen. Wer professionell arbeiten muss, greift dann schon eher zur Mavic 2 und nicht zur R2. Für meine Zwecke reicht sie aber völlig aus. Was mir richtig gut gefällt, ist, dass sie auch eine integrierte Festplatte hat mit 8 GB Speicher in der Drohne drin, was genau richtig ist für vergessliche Menschen, wie ich einer bin. Es kam oft mal vor, dass ich irgendwo hingewandert bin und was habe ich vergessen? Richtig, Speicherkarte. Und was mir auch wirklich, ehrlich gesagt, ganz oft schon passiert ist. Und mit der integrierten Speichereinheit kann man wenigstens ein bisschen was filmen dann und man doch zu ein paar Aufnahmen kommt, auch wenn man seine Karte vergessen hat für den Kopter. So ist nicht alles umsonst dann gewesen, dahin zu laufen und dann kann man dann wenigstens dann doch noch filmen. Zu den Fotos kann ich nicht viel sagen, ehrlich gesagt. Ich bin Filmer, kein Fotograf. Aber das, was an Fotos rauskommt, wenn ich mal welche mache, sind alle zu meiner vollsten Zufriedenheit. Und mein Fotograf hat sich bis jetzt auch noch nicht beschwert und würde auch nicht. Die Bilder, so wie sie rauskommen, ich lasse die meistens in JPEG. Zum Posten auf Instagram, Facebook etc. reicht es allemal. Und das meiste muss man nicht mal nachbearbeiten. Ich mache es einfach raus, kopiere es, mache mein Logo drauf und mache das dann auf meine Page. Sie macht aber auch 48 Megapixel, macht sie auch Bilder in RAW-File. Wird wahrscheinlich eher für Fotografen interessant sein. Ich habe es nie gebraucht, ich werde es auch nicht brauchen, aber ich erwähne es halt, sie macht es. Warum auch nicht?
Wer Lust hat, man kann natürlich RAW-Files, ist nicht wie JPEG. JPEG ist fertig, ist mein Lieblingstool beim Fotos machen. RAW-File bedeutet, ich kann sie noch im Photoshop zum Beispiel noch richtig gut nachbearbeiten und noch wirklich ganz, ganz viel da rausholen. Ich sehe es auch an meinem Fotograf. Manchmal schnappt er sich die Drohne, geht damit fotografieren, macht sie alle in RAW-File. Und da bin ich auch schon manchmal erstaunt, was der da noch alles aus den Bildern rausholen kann. Also wie gesagt, auch zum Fotografieren perfekt passt. Aber generell auch da gilt, ein Fotograf mit gehobenem Anspruch, der kauft sich keine Mavic R2, der geht schon zur Mavic 2 oder Phantom 4 Pro zum Beispiel. Also ein Kopter mit mindestens 1 Zoll Sensor. Die R2 ist absolut für den Consumer-Bereich konzipiert oder noch den anspruchsvollen Hobbyfilmer wie mich. Was in alles aber, was in den professionellen Bereich geht, der soll sich dann doch schon überlegen, zu höheren Modellen zu greifen. Waypoints, genau, Waypoints, was wir ja auch am Anfang, was ich noch gesagt habe, kann man leider nicht abfliegen. Leider, 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 was wirklich sehr schade ist. Bei meinen anderen Koptern, ich benutze Waypoints sehr, sehr viel und sehr, sehr oft. Das geht leider bei der R2 nicht. Das geht nur im Hyperlapse-Modi. Was anderes lässt die App leider nicht zu. Aber, jetzt kommt das große Aber. Und es gibt noch nicht, ist aber angekündigt, es gibt einen Weg bald. Natürlich wird die R2 früher oder später auch mit der Litchi-App geflogen werden können. Und wie alle anderen DJI-Drohnen auch. Und da ist ja Waypoints in der App integriert. Also muss man auf diesen Flugmodus nur für bestimmte Zeit verzichten. Ich persönlich bin ohnehin eher ein Litchi-App-Flieger anstatt eine DJI-App. Aber das ist alles Geschmackssache und ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht irgendwann mal in einem anderen Video. Alles in allem ist die R2 eine tolle Drohne. Sie macht total Spaß zum Fliegen und was dabei an Aufnahmen rauskommt, ist absolut vorzeigbar und gebrauchbar. Für meine Zwecke auf jeden Fall. Und ich glaube, durch mein Fliegen, was ich filme und was ich mache, ich glaube, ich gehöre so zu den 80% zu dem Consumer-Bereich, dem Hobby-Bereich. Mit stellenweise etwas höherem Anspruch, aber ich bin die breite Masse und ich habe sie nicht bereut und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand bereuen wird, wenn er sich diese Drohne kauft. Wie gesagt, man kann auch, wenn man es richtig professionell will, dann kauft man sich halt eine Mavic 2 für 400 oder 500 € mehr. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich musste wohl wissen, ein paar Abstriche machen. Letzten Endes aber waren die Abstriche bis auf das Lowlight-Verhalten überhaupt nicht groß und nicht mal großartig erwähnenswert. So viel zur Mavic Air. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, ich habe das alles durch. In einem anderen Video erzähle ich euch noch und zeige ich euch noch, was ich an extra Zusatztools gekauft habe für die R2, weil ich habe sie mir ja so gekauft, nicht im Fly More Combo. Und da zeige ich euch ein paar Sachen, was meiner Meinung nach in jedem Rucksack bzw. R2-Tasche, was drin sein sollte am besten. Also, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, sodass ihr das nächste Video nicht verpasst. Wer selbst eine R2 hat und was Wichtiges ergänzen möchte und seiner Meinung nach sehr erwähnenswert ist und wäre und es mit uns teilen mag, schreibt es doch bitte unten in die Kommentare und lasst uns alle daran teilhaben an euren Erfahrungen. Denn letzten Endes sind es die Erfahrungen, die einem beim Kaufentscheid helfen. Also, danke für das Zuschauen, bleibt gesund
Und bis zum nächsten Mal, euer Costa.